Hey Leute und herzlich willkommen zu Hexit 3.0. Das ist jetzt hier eine komplett neue Welt und ja, es gibt viel, viel, viel mehr jetzt in 3.0, also in der 1.7.10. Und ja, dadurch, keine Ahnung, habe ich mir die paar Sachen mal cheatet. Beispiel den Advanced-Dingens hier. Und ja, ich denke mal, das geht so in Ordnung. Und ich habe mir zwei große Backpacks, weil es anscheinend viele, viele neue Items geben wird. Und naja, wir schauen mal kurz. Wir tun das alles wieder hier rein. Außer so. Ja, doch, so kann man es lassen. Und naja, wir bauen ein bisschen Holz ab. Jetzt fängt das Ganze wieder von neu an. Aber wir haben hier die Start-Items. Und wir schauen einfach mal, was Hexit so in sich birgt. Ich habe mir eine Diamantrüstung wie vorher etwas verzaubert. Und ja, so machen wir das mal. Ich habe überhaupt nicht gefunden, wie man sich so Stuffs oder so cheaten kann. Ich weiß es einfach nicht, ob es die hier überhaupt gibt. Das ist mein Problem. Und naja, wir machen mal eine Spitzhacke. Gibt's hier ein Stuff? Nee, den macht man anders. Diamond Dagger. Big Sword gibt's, glaube ich, oder? Es gibt hier kein Big Sword. Okay. Ah, wartet mal. Nee, es gibt hier auch kein Big Sword. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich hier umsteigen werde auf das hier oder wieder zum alten zurück. Ihr könnt es ja mal sagen, ob es euch so gefällt im Moment. Ich finde es okay, aber es gibt zu viele unnötige Sachen einfach. Also es ist gut gedacht, aber wenn so manches Wichtiges tatsächlich fehlen würde, dann wäre das gar nichts für mich. Wir schauen einfach mal. Es gibt halt sehr, sehr viel nützliche Sachen, wie beispielsweise Hotkey. Ich kann die ganze Zeit auf 1 Hotkey. Ich kann Better Sprinting habe ich gerade an. Also das ist schon sehr sinnvoll. Und hier ist so ein Tower. Aber da ist nichts. Aber ich weiß, dass hier irgendwo ein Drache rumstöbert. Zumindest war der mal hier. Und wir schauen mal. Hier ist so ein Megabaum einfach. In der Luft sind so eine Art Wolken. So, mal schauen. Megabaum, da ist glaube ich auch nichts drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke nicht, dass da was drin sein sollte. Ne, da ist nichts drin. Und da ist der erste Elefant. Und down. Und es gibt halt komplett neue Items. Und man kann auch den Backpack umbenennen, indem man shiftet. Und meiner heißt jetzt Hexit 3.0. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Ich denke, die Flying Stuffs, also der Electric Stuff, wie man ihn auch nennt, weiß ich nicht, ob der mir fehlen wird, aber ich denke schon. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das hier mache und da. Boah, Venturaptor. Sind die aggressiv? Ich denke schon. Wie viel Schaden machen die? Geht. Und die fliegen aber. Oh, es leckt ein bisschen. Aber ich habe sogar Optifine installiert. Auf Wunsch von Destroyer. Ich achte natürlich auf alle Kommentare. Und es hat sich angehört. Lol. Jengu. Oh. Oha. Oh, what the fuck. Erstmal ein Goldapfel. Der macht deutlich Schaden. Die machen deutlich Schaden. Oh, krass. Das mit dem Wasser stört nicht so hart, aber Alter! Junge! Die sind auch aggressiv. Wie viel Schaden machen die? So, musste mich kurz muten. Das waren anscheinend auch nicht allzu starke Mobs. Aber was ich meinte ist mit den Backpacks, dass ich jetzt schon mein Item voll gemüllt ist mit Scheiße en masse. Das meine ich, ist das Blöde. Aber ich denke, ich bleibe hier auf der Version. Ach, mir fehlen, ich glaube gar nicht, diese Stuffs. Und, oh, ich dachte, es wäre ein Charged Creeper. Okay, jetzt doch nicht.
Und die Rüstungen und so sind nicht allzu stark verzaubert. Es soll ja quasi etwas ein Neuanfang sein. Die müssten Bären bringen, glaube ich. Genau. So. Nehme ich mal mit. Hier ist die gute alte Leuchteblume. Ein Friedhof. Okay, da ist anscheinend... Lol. Alter, das ist richtig cool, dieses Update. Also zur 3.0, das heißt 1.7. Und da ist natürlich Better Sprinting und so alles drin. Oh, der lebt noch. Haunted Armor. Ach, so ein Auferstandener quasi. Okay. Aber dieses mit dem Hotkey und Better Sprinting ist einfach... Alter, so chillig. Mal schauen. Oh, da ist eine Truhe. War klar, war klar. Irgendwas muss hier ja versteckt sein. Und... Crap. Oh, Sternschnuppe. Nein. Ich weiß nicht, wo die gelandet ist. Ah, scheiße. Oh. Ich hör's. Hier. Bingo. Achievement. So. Jetzt schauen wir mal. Der Flamingo oder was das sein soll. Ostrich, also ein Strauß. Ja gut, ein Flamingo ist ein bisschen rosa, ne? Und die Zombies und Creeper interessieren mich im Moment gar nicht. Und da ist... LOL. Was war das für ein Mob, der mich hochgeschleudert hat? Oh nein! Oh nein! Oh nein, ein durchsichtiger Rare-Zombie. Alter... LOL! Junge! What the fuck? Es war ein Creeper der NSA oder so, Standard NASA oder so. Okay. Das war krass. Ja gut, ne? Was haben wir da bekommen? Starpiece, okay. Alles nicht so wertvoll. Wer weiß, ob es wertvoll ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kenne mich nicht ganz gut aus. Und ja... Hier ist so ein Halter. Lol, was sind das für Skelette? Und warum Spinnenweben? Okay. Was? Was? Was macht das? Wer macht das? Lol! What the fuck? Ein Rare Spriggan, der irgend so einen Laserstrahl abfeuert. Was ist los? Ah, totale Eskalation. Alter. Das Vieh feuert einfach so einen Laserstrahl ab. Nein. Oh. Aber es ist anscheinend nicht so stark. Oh doch. Ich weiß nicht wie stark, aber es ist stark. Alter. Alter. Wow. Das zieht schon deutlich ab. Krass, krass. Alter! What the fuck? Erstmal so ein Bosskampf gegen so ein Alien-Vieh, das sich regeneriert mit der Zeit. Alter! Das ist krank, das Vieh. Und die Sounds erst, Alter. Oh mein Gott. Alter, es regeneriert so schnell. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ach. Ha, jetzt habe ich's. Ah, nein. Oh. Oh, Mann. Das Vieh ist zu hart für mich. Ich brauche einen Bogen. Und ich habe keinen. Jetzt hat sich's geportet. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist unmöglich, das Vieh. Für meine Verhältnisse. Und das ist so ein Dungeon. Da will ich aber rein. Wie soll ich das mit dem scheiß Flugding vereinbaren? Es fliegt weg. Ah, ich bräuchte sowas wie eine goldene Feather. Okay, Flugdrachen. Wieder die Drachen. Alter, das Modpack. Es raubt mir jetzt schon den letzten Nerv. Brownbeer. Get Fall Damage. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss da in die Mitte, aber dann werde ich ja runtergestoßen, oder?
Ah. Knifflig. Habe ich irgendwas, was Fallschaden vermindert? Nein. Ah, doch, Enderperlen. Eine Enderperle. Mein Rucksack mit allen Sachen. Nein. Fuck this shit. Bestes Modpack ever. Geh da weg. Drop down. Forward. Okay. Mission Impossible. Oh Gott. Wartet mal kurz. Kurz die Enderperle auf 1 legen. Damit ich im Notfall schneller die werfen kann. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich bin sicher. Truhe. Oh, jetzt, ich glaube, das sind relativ okaye Sachen, benenne ich es mal. So. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da unten ist ein Rare Zombie. Oh nein. Nein. Ich werde sterben. Ich werde zu sterben. Ich werde so sterben ohne OP-Apfel. Und jetzt... Okay, ich werde sterben. Wenn ich Glück habe, sterbe ich nicht. Wenn es nicht allzu OP-Mobs sind. Okay, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich habe es überlebt. Oh, damn Glück. Okay. Lol. Ich habe es einfach mal überlebt, Leute. Das war... War kurz spannend. Ja. War kurz spannend, aber ja. War ganz okay, oder? Alter. Alter. Okay. Scheint doch so ein Crap Dungeon zu sein. Aber man weiß ja nie. Geht's da unten weiter? Ist, glaube ich, eine Standardhöhle. Ach, brauche ich nicht. So, was ist hier? Was ist hier drin? Goldene Äpfel sind echt nicht schlecht. Ah, gesteckte Mushroom Soups. Die habe ich schon geöffnet. Sieht jetzt nicht nach irgendwas Besonderem aus. Wenn jetzt das Vieh kommt und mich runterballert. Ich bring das Ding um. Möglichst schnell hier raus will ich. Und ich bin draußen. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Puh. Also, das Modpack ist nicht zu spaßen. Oh Mann. Noch kurz einen Screenshot machen. Ah, so. Okay. Das war echt hardcore. Für die erste Folge und anscheinend ist da drüben Dorf. Nice, das schauen wir mal an. Wir machen die XXL-Folge hier. Kann ich wieder stundenlang rendern und was weiß ich machen. Okay, nichts. Nichts. Aber es können ja Special-Dörfer sein, aber das sind Standard. Hier könnte was drin sein, aber hier ist die Truhe. Oh. Oh, Obsidian, Iron Sword. Hm. Ja doch, diamantene Pferderüstung ist schon cool. Traden die eigentlich Special-Sachen, also nicht Vanilla-Sachen? Ich bezweifle's. Eine Schmiede! Und das ist ein Special-Villager, okay. Eine Schmiede. Das ist nämlich eine Modpack-Schmiede, das heißt... Okay, ich habe mein Item da hingelegt. Hier muss man, glaube ich, Lava reinfüllen. Und hier ist ein Tempel und da ist der nächste Tempel und da ist ein Friedhof. Und da ist ein Name-Tag. Asian Kabunga. Das könnte ein Boss sein, aber... Das sehen wir wohl dann in der nächsten Folge, Leute. Das war die erste Folge von Hexe 3. Ich denke, ohne Flugstab können wir es auch packen. Was ich nochmal anmerken will, wenn man hier ins Inventar reingeht, kann man nochmal kurz anmerken, dann droppen teilweise, wenn ich das hier raus tue, würden, wenn das hier lädt, die Frames auf 11 oder so droppen, weil das dann hier
33 Seiten von Items geladen werden. Und naja, im Moment geht's, aber ja, liegt vielleicht auch an Optifine. Also danke nochmal an Destroyer für den Tipp mit Optifine und da reinziehen. Und naja, lasst eine positive Bewertung da. Sagt mal, ob's ihr besser findet, wenn noch mehr gemoddet ist. Und ciao.